Hi, grüße euch, Servus. Freut mich sehr, dass ihr da wieder dabei seid. Natürlich, wie immer, es freut mich immer sehr, dass ihr dabei seid. Es freut mich immer ganz außerordentlich sogar. Ja, bevor wir das jetzt weiter übertreiben hier, wie sehr es mich freut, kommen wir doch einfach zum Wesentlichen. Ich hoffe auf jeden Fall, es geht euch allen gut. Mir ist ein bisschen warm, muss ich ehrlich gesagt gestehen, deshalb schwitze ich auch ein bisschen, nur so ganz leicht. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ja, ich glänze nicht allzu sehr im Lichte der Scheinwerfer. Wir haben diese Woche ein Buch, ein Thriller mal wieder. Und zwar handelt es sich um diesen Thriller. Der ist im November 2019 im guten alten DTV, also im deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Und hier steht sogar DTV Premium. Alter Schwede. Alter Schwede, dein Gerede hält die schönste Prahlkombi aus. Das ist ein Ding. Ja, hier ist auch wieder so ein hübscher Aufkleber mit Spiegel-Bestseller-Autorin drauf, ne, um die Leute einfach mal zu locken, damit sich das Buch auch möglichst gut verkauft oder möglichst gut verkaufen tut, denn mit ohne Werbung ist das nicht so gut, nicht? Ja, gut, Ruth Ware hat es geschrieben, die wohl eine Spiegel-Bestseller-Autorin ist, wie unschwer zu erkennen ist. Und es heißt Der Tod der Miss Westaway. Also bei den New York Times ist es schon ein Bestseller wohl gewesen, das Buch. Ich habe es mir natürlich mal gekauft und habe es mir mal durchgelesen. Und ja, es geht um eine junge Dame, die Harriet Westaway, so heißt sie, deren Mutter ist gestorben beim Autounfall. Sie wurde angefahren von einem Auto und der ist dann abgehauen, also hat Fahrerflucht begangen. Und das war ziemlich dramatisch auch. Seitdem muss sich eben Harriet, die Hall genannt wird, von allen so, die sie kennt, da sind nicht allzu viele, seitdem muss sie sich halt wirklich auch selber durchschlagen. Sie ist eine noch sehr junge Frau. Ich glaube, 18, 19 war sie so in dem Dreh. Und lebt eben in England, im guten alten Brighton, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, es war Brighton. Ja, genau. Das liegt ja relativ nah am Ärmelkanal. Also direkt dran. Und ja, sie probiert eben seitdem alles Mögliche, um sich über Wasser zu halten. Das klappt auch nicht ganz so gut. Sie hat sich bei einem findigen Kredithai, hat sie sich auch Geld geholt und das ist ganz problematisch eben, weil die sie natürlich auch unter Druck setzen und wollen das Geld zurück mit Zinsen und ja, weil sie eben das bei so einem zwielichtigen Gesellen getan hat. Ist das eben nicht gerade wenig, ne? Also es ist schon ein deftiger Aufschlag, den sie da zahlen soll. Und auch immer mehr und immer mehr, es wird halt nicht weniger. Ja, und da ist sie so ein bisschen in der Bredouille und weiß nicht, was sie machen soll. Sie selber hält sich halt mit Wahrsagen, gerade auch mit Tarotkartenlegen über Wasser. Das klappt eben auch nur so dürftig. Die hat sie eben auch von ihrer Mutter eben so gelernt, diese Gabe, die nicht darin besteht, dass sie eben Tarotkarten an sich liest, sondern eben einfach die Menschen eher liest, die vor ihr sitzen. Sie hält sich eben damit über Wasser. Und das klappt eben sehr dürftig, wie schon gesagt. Und eines Tages bekommt sie einen Brief von einem Anwalt. Und sie ist natürlich erstmal, fällt sie aus allen Wolken, ne? Wer kennt das nicht, wenn man plötzlich einen Brief vom Anwalt hat und man hat eventuell schon Schulden. Dann ist das kein angenehmes Gefühl, weil man sich denkt, oh Mann, was kommt jetzt schon wieder? Ich habe doch gerade erst alles gezahlt oder noch was, was ich zahlen muss oder sonst was. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und das kann jedem passieren. Das ist völlig normal. Ich kenne jemanden, bei dem standen neulich nachts bei dessen Mutter stand die Polizei vor der Tür, weil der einen Blitzer vergessen hat zu bezahlen, ne? Also da kennen die nichts mittlerweile. Das ist sehr, sehr nett, wie die da mit einem umgehen. Naja, gut. Sie macht den Brief dann auf. Und dieser Anwalt ist auch gleichzeitig Notar und der teilt ihr mit, dass ihre Großmutter gestorben ist und ihr ein beträchtliches Vermögen hinterlassen hat. Also ihr und ihren Onkels und ihrer Tante und so weiter und so fort. Also den anderen Hinterbliebenen, um es einfach mal zusammenzufassen. Ja, das wundert sie natürlich sehr. Denn ihre Mutter hat nie wirklich was aus ihrer Kindheit erzählt und sie kann sich das nicht erklären. Auch weil ihre Mutter
Das Einzige, was sie erzählt hat, war, dass ihre Großeltern gestorben sind. Und deshalb hält Harriet es eben für ein... Ach, ich wollte ja Horror sagen. Egal. Hält sie es eben für ein Missverständnis. Und ringt halt auch lange mit sich, sich da zu melden und weiß nicht so richtig, was sie tun soll. Aber weil sie eben auch so viele Schulden hat, kommt dann irgendwann auch so der Schweinehund in ihr durch und sie denkt sich, ja gut, ich gucke mir das einfach mal an. Schon auch, weil ihr die Fahrkarte und Unterkunft gezahlt wird und so weiter. Deswegen denkt sie sich, ich gucke mir das jetzt einfach an. Mal schauen, vielleicht ist es ja doch was. Vielleicht kann ich da doch so ein bisschen was wenigstens abgreifen, dass ich meine Schulden auch zahlen kann. Und dann hält sie auch immer so ein bisschen Zwiegespräch mit ihrer inneren Stimme. Kommt nicht allzu häufig vor, aber so ab und zu, am Anfang gerade, ist es so. Ja, es kommt natürlich auch, wie es kommen muss. Sie lernt dann ihre Onkel kennen und versucht eben mehr auch über die ominöse Miss Westaway herauszufinden, die sie eigentlich sein soll, um natürlich die Rolle besser spielen zu können. Es ist dann auch so ein bisschen vertrackt und sie versucht immer so, sich nicht ganz zu verplappern, was natürlich sehr schwer ist. Sie kommt dann dahinter, dass ihre Mutter doch irgendwas mit dieser Familie zu tun haben könnte. Allerdings, dass sie nicht wirklich die Schwester, also die ihre Onkel und ihre Tanten sein sollen dort, eben nicht wirklich direkt ihre Onkel und ihre Tanten sind. Kompliziert, ja, absolut. Sie spielt das Spiel weiter und es wird immer spannender auch tatsächlich. Also es war am Anfang, ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch hat ja viele Seiten. Ich glaube, es hat 400 13, 14, 300, 414 Seiten. Und ich war so ein bisschen erst, weil die Story am Anfang so ein bisschen, es ist es hat einen Unterhaltungswert im Gewissen, es ist auch relativ in Ordnung, man kann es gut lesen und so weiter und so fort, aber es wird, ich glaube, bis zur Seite 259 nicht so wirklich spannend. Es ist wirklich so, dass man es gut lesen kann und es ist ein netter Zeitvertreib, wie ich schon gesagt habe. Aber es wird halt nicht spannend. Und das kommt eben erst wirklich ab 259, wo man sich denkt, okay, Moment, da könnte doch irgendwo was sein. Wie ist das jetzt? Und dann rätselt man auch so ein bisschen mit und dann denkt man sich irgendwann, okay, war der Tod der Miss Westaway jetzt so ganz natürlich oder hat da doch eventuell jemand nachgeholfen? Und ab da ist es dann auch wirklich cool, da kann man dann auch echt miträtseln. Es macht auch dann wirklich irgendwann Spaß, das Buch zu lesen. Ich muss ganz ehrlich gestehen auch, natürlich, ich bin ja immer ehrlich auch zu euch, dass ich wirklich eine Woche gebraucht habe, um bis zu dieser Seite 259 zu kommen. Ich habe es immer mal wieder gelesen, so ein Kapitel und so. Und dann kommt da jetzt noch was? Aber ab Seite 259 habe ich es dann relativ zackig durchgezogen. Innerhalb von anderthalb Tagen. Also fast die Hälfte des Buches dann innerhalb von anderthalb Tagen gelesen. War natürlich auch sehr hilfreich, dass ich in der Woche Urlaub hatte. Ja. Nichtsdestotrotz, ein wirklich interessantes Buch. Ich gebe dem Ganzen, sagen wir mal, 8 von 10 Kaffeetassen. Ja. Denn die ersten 259 Seiten haben es jetzt ein bisschen kaputt gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Das Ende war nicht ganz überraschend. Konnte man sich dann ein wenig denken, wenn man vielleicht auf dem richtigen Weg schon war. Natürlich, wenn man etwas anderes vermutet hat, dann nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann es euch empfehlen. Und jetzt lese ich euch noch mal so einen kleinen Teil daraus vor, wie immer. So, Vorbemerkung. Die Geschichte beginnt im heutigen Brighton, doch Leserinnen und Lesern, die mit der Stadt vertraut sind, dürfte eine Unstimmigkeit auffallen. Der West Pier steht noch. Ich hoffe, dass die Bewohner von Brighton sich über die, wenn auch nur literarische Wiederbelebung dieses vielgeliebten Wahrzeichens freuen. Okay. Das Mädchen stemmte sich gegen den Wind, eine durchweichte Tüte Fish and Chips unter den Arm geklemmt, an der die Sturmböen rupften und drohten, den Inhalt auf der Uferpromenade zu verteilen und den Möwen zum Fraß hinzuwerfen. Hall hielt den zerknitterten Zettel in ihrer Tasche fest umschlossen und blickte sich immer wieder argwöhnisch nach verdächtigen Gestalten um. Doch da war niemand. Jedenfalls war niemand zu sehen. Es kam selten vor, dass die Strandpromenade so leer war. Aus den Bars und Clubs, die bis spät in die Nacht geöffnet hatten, stolperten normalerweise bis zum Morgengrauen betrunkene Einheimische und Touristen auf den Kieselstrand hinaus.
An diesem Abend aber waren selbst die hartgesottensten Partygänger zu Hause geblieben und so kam es, dass Hall an einem verregneten Dienstag um 21.55 Uhr die Promenade für sich alleine hatte. Und die flackernden Lichter des Piers und die Möwen, die schreiend über den dunklen, unruhigen Wellen des Ärmelkanals kreisten, das einzige Zeichen von Leben waren. Halls schwarzer Pony wehte ihr in die Augen. Ihre Brille war beschlagen. Die Lippen riss sich von der salzigen Meeresluft. Doch jetzt bog sie von der Promenade ab und hinein in eine der schmalen, von hohen, weißen Wohnhäusern gesäumten Straßen, wo der Wind so abrupt abflaute, dass sie ins Straucheln kam und beinahe hinfiel. Der Regen ließ aber nicht nach. Ohne den Wind schien er eher noch heftiger niederzuprasseln, als Hall die Marine View Villas erreichte. Der Name war eine Lüge. Villen gab es hier keine. Nur leicht ramponierte Reihenhäuschen, vor denen der Putz durch den ständigen Kontakt mit der salzigen Luft abblätterte. Und einen Ausblick gab es auch nicht. Weder auf das Meer, noch sonst irgendwohin. Vielleicht hatte es ihn einst gegeben, damals, als die Häuser gebaut worden waren. Doch seither waren näher am Wasser höhere, prächtigere Häuser aus dem Boden geschossen, wodurch jeder Ausblick, den man von den Fenstern der Marine View Villas einst gehabt haben mochte, auf Backsteinmauern und Schieferdächer reduziert worden war, sogar von Halls Dachgeschosswohnung aus. Heute bestand der einzige Vorteil ihrer nur über drei schmale, knarrende Treppen erreichbaren Wohnung im dritten Stock darin, dass man über sich kein Getrampel hörte. Die Nachbarn schienen aber sowieso nicht da zu sein. Und zwar schon eine ganze Weile, zumindest nach dem Stapel Werbung im Hausflur zu schließen, über dem die Tür festklemmte. Hall musste fest schieben, bis die Tür mit einem Ruck nachgab und sie in den kalten, dunklen Hausflur stolperte. Sie drückte den Lichtschalter. Doch nichts tat sich. Entweder war die Sicherung raus oder die Birne durchgebrannt. Im schwachen Lichtschein, der von der Straße hereinkam, raffte sie die Post zusammen und sortierte sie, so gut es ging, die Briefe an die Nachbarn aus, bevor sie den Weg in ihre Dachgeschosswohnung fortsetzte. Im Treppenhaus gab es keine Fenster. Deshalb musste sie sich nach dem ersten Absatz im Dunkeln vorantasten. Aber Hall kannte diese Treppe in- und auswendig, vom wackeligen Brett im Flur bis zum losen Stück Teppichboden auf der letzten Stufen. Und so stieg sie erschöpft, aber unbeirrt nach oben, in Gedanken schon beim Essen und in ihrem Bett. Eigentlich hatte sie gar keinen Hunger mehr, aber der Imbiss hatte sie immerhin 5,50 Pfund gekostet. Was in Anbetracht der vielen Rechnungen in ihrer Hand genau 5,50 Pfund waren, die sie nicht einfach verschwenden durfte. Oben angekommen, duckte sie sich, um keine Regentropfen aus dem Oberlicht abzubekommen, und dann endlich war sie zu Hause. Die winzige Wohnung bestand im Prinzip nur aus einem Schlafzimmer, das von einer Art breitem Flur abging, der als Küche, Wohnraum und alles andere zugleich diente. Außerdem war sie ziemlich heruntergekommen. Die Farbe an den Wänden blätterte ab, der Teppichboden war abgewetzt und bei Seewind ächzten und klapperten die Holzfensterrahmen. Doch in Halls 21 Lebensjahren, war dies immer ihr Zuhause gewesen und ganz gleich, wie sehr sie fror oder wie müde sie war, ihr Herz machte jedes Mal einen kleinen Sprung, wenn sie durch die Tür trat. Ich packe übrigens in meinen Koffer in diesem Monat einen wunderschönen elektrischen Korkenzieher, da kann man dann so, den setzt man auf die Flaschen und dann kann man das. Tja, habe ich euch gekriegt. Ja, in der Tür blieb sie stehen, wischte sich die Salzspritzer von der Brille und polierte sie anschließend am zerschlissenen Stoff ihrer Jeans, bevor sie die Imbisstüte auf dem Couchtisch ablegte. Sie zitterte vor Kälte, als sie sich vor den Gasofen kniete und am Knauf drehte. Es knackte ein paar Mal, bis das Gas zündete, und nach kehrte die Wärme in ihre schmerzenden blauroten Hände zurück. Dann wickelte sie die regenfeuchte Papiertüte auf und atmete den scharfen Essigduft ein, der sich in dem kleinen Raum ausbreitete. Sie spießte eine schlaffe, noch warme Fritte auf die Gabel und begann damit, die Post durchzusehen. Werbezettel für Lieferdienste wanderten ins Altpapier, die Rechnungen auf einen Stapel.
Obwohl die Fritten angenehm salzig und säuerlich schmeckten und der gebackene Fisch sogar noch heiß war, verging ihr beim Anblick des immer weiter wachsenden Stapels von Rechnungen allmählich der Appetit. Sorgen machte ihr nicht nur die Höhe des Stapels, sondern vor allem die Anzahl der mit »Letzte Mahnung« beschrifteten Umschläge darin, weshalb ihr schließlich so mulmig wurde, dass sie das Essen zur Seite schob. Gut, machen wir es bis hierhin jetzt einfach erstmal. Das ist ja jetzt ein relativ guter Einblick in das Buch auch. So geht es eben erstmal voran. Man lernt eben Hall oder Harriet erstmal richtig kennen und auch die Leute, mit denen sie sich so rumschlägt, lernt man ganz gut kennen, denn sie lernt sie leider auch mehr, als sie will, kennen. Und dementsprechend, wirklich ein interessantes Buch. Kann man gut lesen. Für mich wird es vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Bestseller sein. Aber das sehen vielleicht andere anders. Gerade die Leute aus der Marketingabteilung von der New York Times vielleicht oder des DTV-Verlags. Und dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, kauft es euch gern mal. Ihr habt ein paar schöne Stunden damit. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe auch, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Denn da geht es ja wieder rund, gewinnspieltechnisch. Ja. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder viel Gesundheit und Kraft, vor allen Dingen für die jetzt anstehende Woche. Es ist ja nun mal nicht leicht, ne? Das Wetter ist ja auch sehr wechselhaft die ganze Zeit. Und dementsprechend bleibt mir gut erhalten. Bis denn, macht's mal gut.